Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin Rentner. Geh den Arm vor. Du hast dich gekifft. Tanz mal bitte den Namen Moduzzi. Kifferin. 100%. Was geht ab, Freunde? Asimemo hier. Wir sind hier bei einer Folge von Max und Mo. Heute haben wir 5 Statisten für euch. Und ihr müsst rauskriegen, beziehungsweise wir müssen rauskriegen auch vielleicht, wer von den 5 gekifft hat. Habt ihr Erfahrung schon mit Gras gehabt? Wo? Einmal, ja, paar Mal. Okay. Einmal, ja, paar Mal. Max? Jeder, der aus Offenbach, Frankfurt, Rhein-Main kommt, hat auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise schon mal Kontakt zu Marihuana gehabt. Ich bin keiner, der raucht. Ich bin ja auch Sportler. Was meint ihr von euch? Würdet ihr einen Kiffer erkennen sofort? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, würde ich schon sagen. Okay, dann lass nicht viel reden, oder? Ja. Lass anfangen. Oh. Hallo zusammen. Oder die Waldfee. Wie heißt du? Nick. Nick the Fick. Brutal. Nick, wurdest du so angezogen oder ist es dein Outfit? Bist du so hier? Ich bin selbstständig, ich gehe jeden Tag mit dem Anzug raus. Okay, das ist. Dürfen wir deine Augen sehen, bitte? Ist hell. Bitte? Nee. Ist hell. Ich sehe schon jetzt. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du auf dem Bein stehen? Auf einem? Ja. Egal auf welchem? Egal auf welchem. Such dir aus. Ich kann das nie. Ich kann früher noch nicht in der Schule. Mach mal den anderen Bein. Wie warst du so in der Schule? Mach mal einen Arm nach vorne. Ja. Mädchen, was soll ich jetzt machen? Den Arm. Ich kann nicht genau allen Leuten gleich sein. Den Arm vor. Du hast dich gekifft. 3x3? 6. Neun. 9. Hey. Alter, Digga. Auch an dieser Stelle bin ich mir sicher, du hast nicht gekifft. Wow, warte, zieh mal deine Brille aus. Digga, ich sehe schon die Aura. So, oh, meine Augen ist hell, Alter. Ja? 22. 22. Du hast keinen gedampft. Was hörst du für Musik? Will ich im Raum dir sagen. Doch, jetzt sag doch. Ja, Schlager. Yeah! Was, Schlager? Ich fühle es. Seine. Meine Musik? Musik? Ich höre es von meiner Schwester richtig aus. Richtig gut. Ah, korrekt. Richtig meine Schwester gut. Ist ultra Fan von ihm, deswegen. Dann ist er aber auf... Er ist auf Koks, nicht auf Pizza. Welche Song feierst du am meisten von ihm? Da tue ich, dass ich das nur einfach. Ich kann mir das nicht merken. Ich kann mir auch keine Namen merken. Ja. Und das ist halt das Problem. Geil. Kennst du irgendeinen Song? Nice, egal, meine Kicks sind sowieso alle gekauft. Muss ich es kennen. Das sind alle gut. Junge, mach dich kaputt, du kennst ihn. Ey, Bruder, hör auf, kaputt zu machen. Digga, du musst mich nicht kennen, meine Kicks sind sowieso alle gekauft. Sagt dir das Wort Amnesia irgendwas? Ist das Medikamente? Boah, hör mal auf, Dreh, da mach ich Amnesia. Das ist ganz, ganz so gezielt. Das ist ein richtig Dings, Bruder. Jeder weiß, was Amnesia ist. Hör auf damit. Bob Marley? Kennt Bob Marley? Nee. Ich kann mir keine Namen merken. Hör auf, Bruder. Jeder kennt Bob Marley, Bruder. Meine Mutter kennt Bob Marley. Aber er ist erst 22. Das ist diese TikTok-Gesellschaft. Sagt dir die Grassorte Free Willy was? Nein. Gar nichts. Nein, nur CBD, weil das kann meinst man auch. Du, meinst du, es gibt eine Grassorte, die Free Willy heißt? Ich denke mal nicht. Er hat nicht gekifft. Du sagst, er hat nicht gekifft? Er hat nicht gekifft. Ich sag, weißt du, warum der gekifft hat, Bro? Weil er kommt gezielt mit einer Brille rein, um uns zu blüffen. So mäßig kann die auch gerne die ganze Zeit unten lassen. Ich verdecke meine Augen, weil ich gekifft habe, weil er gekifft hat. Hast du einen Führerschein? Nein. Ich wurde schon so oft kontrolliert von der Polizei und die haben auch alle gesagt, ich kiffe. Und das hat sich dann auch kontrolliert. Du hast keinen Führerschein. Wenn man läuft? Wenn man läuft? Kein Polizist an, mein Freund. Dich hält kein Polizist. Wir haben dich angehalten beim Laufen. Ja. Echt? Wenn du durch Frankfurt läufst, halten die dich auch so. Schnell gelaufen. Du so durch Wenn Frankfurt läufst. Ne? Bist du schnell gelaufen. Bist du zu schnell gelaufen. Bruder, wenn du so durch Frankfurt läufst, hält dich kein Bulle an. Glaub mir. Die nehmen dich stattdessen mit, fahren dich nach Hause, Digga. Ja, die fragen, ob du dich verlaufen lassen oder so. Mich werfen die auf den Boden. Knüppel, das. Du sagst immer noch, der hat nicht gekifft? Du sagst nein, Max? Der hat nicht gekifft. Wobei, Alter, diese Augen, die sind so klein von ihm. Bruder, die sind nicht normal, die Augen, 100%. Und bei hellen Augen erkennt man eigentlich. Okay. Ey, was sagt ihr? Ich sag nein, er hat nicht gekifft. Wo? Ich sag, der hat gekifft. Ja, okay. Komm, hol dir deine 2 Karten ab. Also ich sag, du hast auf jeden Fall gekifft. Hallo, der Herr. Servus. Servus, mein Bestes. Magst du dich mal vorstellen? Ich heiße Eberhard. Und ihr? Ich bin der Max. Emo. Ich bin der Mo. Und? Schönes Wetter draußen, gell?
Viel zu heiß. Viel zu heiß. Wie Afrika. Trockener Mund ist auf jeden Fall da. Safe. Das ist ja auch heiß, ne? Oder du bist auch heiß. Wenn ich das lieber erschüsse. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin Rentner. Ja, mal. Kannst jetzt dein Leben genießen. Ein Dampfen an der Terrasse. Ich rauche nicht. Gar nicht? Nein. Ich sag mal, er kifft. Er hat nicht gekifft. Ich sag, er hat gekifft. Was? Ich sag, er hat gekifft. Hey. Ich sag, er hat gekifft. Hey. Also du sagst nein, Max. Beobachte ihn doch mal, der ist voll gechillt. Rauchen darfst du nicht. Guck mal, der guckt mich auch voll lange an, der genießt gerade diesen, weißt du? Diesen Blick, ja, diese Schokolade. Was erwartest du jetzt? Ist der hier? Was erwartest du, wenn man dich sieht? Der war nicht schlecht. Na. Nee, aber du chillst gerade voll, das feiere ich gerade, weil du chillst gerade voll, also auf Amnesia oder auf Stani, irgendwas auf jeden Fall. Vielleicht bin ich auf Valium. Nee, weißt du warum? Weil du genießt gerade dieses Zuhören, deine Haltung. Das ist doch eine geile Atmosphäre hier. Ja, ja, vor allem, wenn man auf medizinischem ist, gell, brutal. Ja, deswegen kann ich jetzt auf jeden Fall auf THC so ein bisschen. Ich sag auf gar keinen Fall, Mann. Du sagst auf gar keinen Fall? Ja, ich meine, er hat mehr gesehen wie wir, mehr erlebt wie wir, aber man kann ja auch so gechillt sein, als Rentner, bumm, entspannt. So ist es. So ist es. Ich sag nein, er hat nicht gekifft. Ich sag doch, ja. Okay, dann jeweils eine Karte. Von mir ein Nein, von ihm du bist Ciao. Mach's gut, Ebert. So, die erste Challenge. Seid ihr bereit? Yes. Gramm abschätzen. Wer will anfangen? Wer will gucken? Max? Sittler. Was sagst du? 8 Gramm. Anfassen direkt, alles mit deiner Fischhand. Laut dem Staatsanwalt in NRW müsstest du ja ganz genau wissen, wie viel das ist. Guck mal, marokkanische Expertise. Das ist mehr als 8 Gramm. Jalla. Kennen Sie diese Wagen für Koffer? Das ist mehr als 8 Gramm. Wie viel sind das aber? Das sind 12 Gramm. Das sind 10. Ah, warte, du bist bei 12 gewesen, was hat er gesagt? Ich hab doch trotzdem mehr. Ja, wir sind gleich. Ihr seid gleich. Hey, what's up? Was geht ab? Nein. Was geht ab? Ja, der ist voll am Lachen. Was geht ab? Der hat nicht gekifft. Warte, aber er hat trotzdem so einen Chill in seinem Blick. Der hat, das ist ein gechillter Mensch an sich, aber nee. Seine Augen, die sind nicht so rot. Machst du Musik? Ja. Was für Musik machst du? Elektronisch. Techno. Yeah. Der nimmt was anderes. Der kippt nicht, der nimmt was anderes. Was sagst du zu der Legalisierung von Gras? Das ist gut. Also ich bin zu meinem Entschluss gekommen. Ich auch. Du hast einen kleinen schönen Joint geraucht, ganz entspannt und bist gechillt. Ich würde sagen, kleines Softe, ganz entspannt, ja. Okay. Mo? Ich sag, der hat nicht gekifft. Ah, fuck, Mo, immer dieses Ding safe. Mo sagt immer gegen. Nein. Hey, weißt du warum? Weil ich sehe doch an seinen Augen diesen knallweiß außen. Vielleicht hat er auch Berberil benutzt oder Yuxi. Hallo, jetzt gebe ich die ganze Palette durch. Aber dafür sind seine Augen, ja. Der ist auch gechillt, Digga. Ich meine, der wird ein bisschen aufgeregt, so nervös sein, weißt du? Dein Zeigefinger auf die Nase und innerlich bis 30 zählen. Und wenn du bis 30 gezählt hast, stopp, wir sagen, ja, ab jetzt. Max hat schon seine Antwort gegeben. Ja, ich revidiere. Okay. Er steht ja noch hier. Nein, ich revidiere. Ich revidiere komplett. Ich habe meine komplette Meinung geändert. Okay, das waren 22 Sekunden. Nein. Ich sag, du hast nicht gekifft. Ich sag auch nicht, ich hab gekifft. Mo sagt's mir nach. Beide sagen nein? Ich hab nein gesagt. Ich sag nein. Okay. Hey! Hallo. Hallo. Ich bin das einzige Mädel heute. Schon mal echt? Vorab. Okay. Gut, dann, wenn es das einzige Mädel ist, dann müssen wir jetzt flirten, würde ich sagen. Hat der Joint so geschmeckt? So macht man das. Weiß ich nicht. Der war sehr lecker, ja. Würdest du deinen Joint teilen? Mit mir? Mit euch allen. Würdest du eine Bon rauchen? Eine Bon auch, ja. Also würdest schon aber ich mag eher diese kleinen, mit wo man so Wasser reinfüllt. Diese kleinen Dinger. Ja, so kompakt. So kompakt. Klein und kompakt, ja, bin so ich genau der Richtige. Aha. Klein, kompakt, dünn. Aber witzig, das war. Mit Mädels muss man flirten, das ist schon so okay. Krass, Alter. Bei mir hält sich einfach so eine riese Bon über die Hand. Also, ey, die Duzi-Bon. Diese riese Dings da. Die Koga. Koga. Das ist so klein. Mit so einem Goldfisch drin. Nein. Ja. Wie heißt du? Vero. Vero, woher kommst du?
Ich komme aus Offenbach, aber eigentlich ursprünglich aus Polen. Aber ich lebe gerade in Spanien. Wo? Und wo? Barcelona? Malaga. Okay. Malaga. Käferin. Käferin. 100%. Ey, warte mal. Was? Du gibst gar nichts mehr. Dings, die hat die Südamerikaner, die ist offen, die ist Dings. Guck mal, locker so. Die ist das. Leuchten. Guck mal, Dings hat kein... voll. Ja, in Deutsch. Also, aber die Frage ist ja nicht, ob ich Kifferin bin, sondern ob ich eben gekifft habe. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Danke, dass du das nochmal aufmerksam teilst. Das war cool. Das war eine geile Antwort. Feier ich. Du bist Tänzerin? Danke. Ja. Was tanzt du? Wie nennt man das so? Breakdance. Nein. Breakdance. Wie nennt man das denn? Boogie. So Ausdruckstanz. Ausdruckstanz. Ah, okay. Ich tanze meinen Namen und so. Ach, du machst so Buchstaben mit deinem Körper. Tanz. Nee, ich tanze aus Spaß, ich gehe auf Party. Tanz mal bitte den Namen Moduzzi. Ja. Moduzzi? Ja. Ja. Also. Das war, weißt du, was es gerade war? Das war SOS. Das war Moduzzi. War das Moduzzi gerade? Moduzzi. Ganz kurz, bist du sicher, oder war das gerade ein Regentanz? Ich tanze. So Breakdance. Ich tanze Breakdance. Was ist deine Lieblings-Sweet-Sorte? Lemon Haze, heißt es so? Lemon Haze. Also ich rauche eigentlich nur Sativa. Und dann ist es mir egal, welche Sorte. Nur Sativa. Nur Sativa. Was ist Sativa in Gras, oder? Na, Sativa, es ist wieder Sativa und Indica. Sativa macht dich high, Indica macht dich down. Ja. Ich bin lieber konzentrierter und nicht so. Oder sie ist absolute Schauspielerin. Ja, Mann, das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Die wollen uns ja alle verarschen. Die ganze Zeit. Die wollen uns alle verarschen. Und auf? Oder ja, zu? Auf 5 Sekunden zulassen. Auf. Okay, du bewegst dich voll, du bist voll aufgeregt, ja? Mach mal die Augen zu. Mach mal die Augen zu. Augen zu. Nicht öffnen. Wer trägt von uns eine Brille? Mitte. Wer noch? Wie viel von uns tragen ein schwarzes Oberteil? 2. Hey, du guckst doch. Du guckst nein, doch nein, nein, ich sehe schwarz, Leute. Okay. Ich bin 100%ig safe. Ich sage, sie hat nicht gekifft. Sie hat nicht gekifft. Max sagt, sie hat nicht gekifft. Mo sagt, guck mir in den Augen. Hast du Insta? Aber ich habe gekifft. Ich kam so unerwartet. Okay. Mama. Ich sag auch nein. Okay, beide sagen nein. Ja, ich will auch nein sagen. Nein. Darfst du eine Karte nehmen? Nur eine? Jawohl. Hey! 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 Grüß dich! Grüß dich! Du arbeitest in der Bank? In der Bank? Nein. Im Bürgerservice? Nein. Bei der Ausländerbehörde? Nee. Auch nicht. Wie heißt du? Younes. Woher kommst du? Aus Heubach. Und ursprünglich? Syrien. Syrien? Großvater. Also 3/4 Deutsch, 1/4 Syrer. Bist du so laut Style, so ein bisschen Hipster-Fan? Hipster? Oder wie nennt man diesen Trend? Also als ich 15 war, fand ich das ganz nice. Aber eher so, so Hippie, spirituell, psychedelisch, irgendwie sowas in der Art. Ich weiß nicht, dieser Style, der ist krass, aber ich weiß nicht. Also in Ibiza haben wir sowas. Ja, genau, ja, das ist genau die Ecke. Gerne so in der Natur unterwegs? Ja. Ja, leben im Einklang mit der eigenen Natur. Hast du schon mal Ayahuasca genommen? Dieses Jahr das erste Mal. Ja? Wo? Ja. In Ecuador. Montanita. Wie war's? Beziehungsweise da in der Nähe. Wie war's? Richtig gut, richtig wichtig. Ey, was ist Aloe Vera? Wie heißt das? Aloe Vera! Ayahuasca, ich weiß, ich bin immer so ein bisschen voreilig, aber aufgrund so von deiner Offenheit, gewissen Sachen gegenüber, der Offenheit, wie du zu dir selber stehst, zu deinem Geiste, würde ich auf jeden Fall sagen, dass du generell nicht abgeneigt bist, mal ein Tütchen zu rauchen. Die Frage, ob du in diesem Moment stoned bist, ist aber eine andere. Der ist nicht stoned. Denn ich sage, du, mein Bestass, bist nicht stoned. Du erinnerst mich schon ein bisschen an so einen Kiffer. Ich weiß nicht warum, Alter. Also nicht kiffen weißt so. Weißt du, den Haaren vielleicht? Nee, du erinnerst mich schon an diesen Jamaikaner. Ja, der hat doch Rasta. Ja, deswegen. Aber cool. Aber wie gesagt, ich glaube, du bist gerade nicht stoned. Nee, nee, der ist cool, aber der ist nicht stoned. Ja, der ist cool. Ich feier den, Alter. Hast Papers einstecken vielleicht für mich? Ich habe keine Papers. Bist du verheiratet? Wie bitte? Verheiratet? Nee, ich bin Single. Hast keine Freunde? Hm.
Du musst aufpassen, der will dich gleich ködern, ich sag dir. Nein, Digga, aber ich kann mir vorstellen, dass er auf der Wiese liegt, so nackt und seine Freundin, die rollen dann so. Dann spielen die so Räuber und Gendarme auf der Wiese. Dann sagt, gib mir den Joint. Dann raucht er. Dann legen die so eine Stunde und gucken so den Himmel an, wie die Wolken sich so bewegen. Komm, es ist Zeit für die Karte. Ich sag nein. Ich sag auch nein. Aber krass, Digga. Alter. Netter Versuch. Vielen Dank. Danke ebenso. Spaß gemacht. Whoa! Wesley Snipes Blade. Alter, was geht ab? Was geht? Wie geht's dir? Bestens, selbst. Sehr gut, geil. Wie heißt du? Michael. Michael. Michael, kannst du deine Brille abnehmen, bitte? Gerne. Schon was mit Drogen zu tun gehabt? Ja. Ja? Was denn? Wann denn? So einiges. Ja? Wann zuletzt? Werde ich nicht beantworten. Michael, kannst du bitte auf deinem linken Bein stehen, Augen zu und mit deinem rechten Zeigefinger auf deine Nasenspitze? Na, aber guck mal, schau erstmal deinen Arm so, ne? Und dann so auf die Nasenspitze. Augen zu und die Nasenspitze. Der Flachsens. Der Flachsens. Augen zu. Der Flachsens. Was hörst du für viel Musik zu? Viel Hip-Hop, R&B, Rap. Travis Scott? Auch, ja. Er sitzt hier. Der ist Travis Scott. Ey, Max, ich schwöre, ich hab Zwickmühle. Ich sag, du hast einen kleinen Biffingers. Du hast einen kleinen Spliffers gehabt gerade. Ja, ne? Ja, er ist stoned. Sag ja, der ist stoned. Du bist stoned. Komm, hol deine grüne Karte. Yes. Bitteschön. Dankeschön. Glückwunsch. Wir machen mit der nächsten und letzten Challenge weiter. Boah, darf ich bei dieser Challenge mitmachen, Digga? Die Challenge heißt, wer baut am schnellsten? Uff. Auf die Filter. Paper. Los! Guck mal, die haben beide Crusher, ich mach mit Hand. Hä? Ey, warte mal, Crusher funktioniert gerade. Natürlich funktioniert das. Verwickter. Mo, das ist wieder deine Schuld. Ich schwöre dir auf alles. Was? Was, was? Ich Mo denkt, der ist in Casablanca am Strand. Der baut sich einen Joint. Was? Wie fertig? Fertig? Wie fertig? Zum Verarschen, Alter. Schnelligkeits-Challenge, Bruder. Du machst hier, Bruder. Was? Boah, ich bin so gespannt, ob ich gewonnen habe, Alter. Denkt ihr, ihr lagt richtig mit euren? Ich denke, ich habe auf jeden Fall einen Fehler gemacht, aber es wird sich jetzt gleich zeigen. Bei allem auf jeden Fall. Mo, was denkst du? Ich hoffe, ich bin richtig mit allem. Okay. Also bis jetzt sagt mein Gefühl, gut, kann sein, dass ich vielleicht eine Person verfehlt habe, aber ja, egal. Dann würde ich mal die nicht gekifft haben, bitten, einen Schritt zurückzugehen. Die nicht gekifft haben. So. Ich hab's gesagt. Darf ich deine Karte sehen? Oh. Yeah, Alter, Ich hab's gewusst. Wir spenden pro falsche Antwort 100 Euro an eine Suchthilfe, eine Suchtberatungsstelle. Genau. Von mir aus nach eurer Wahl. Ja. Und ja, das war's, würde ich dann sagen, ne? Niemals die Macht von Drogen unterschätzen. Ich wollte es gerade sagen, Digga. Ich weiß, ich hab mich vor dir. Folgt mir auf Instagram. Genau. Scheiß auf Drogen. Folgt einfach Moduzzi auf Instagram. Nein, auf jeden Fall, Leute, lasst die Finger weg von Drogen. Genau, macht lieber Sport. Und kauft lieber Gras bei mir. Ich bin bald wieder im Geschäft. Meine Bewährung hat mir Spaß. So, Leute, Wettschulden sind Ehrenschulden. 300 Euro gehen an die integrative Drogenhilfe in Frankfurt. Hier, damit ihr das auch nochmal seht.
damit ist klar, ich habe meinen Soll erfüllt und hoffe, dass mit dem Geld natürlich was Gutes angestellt werden wird. Und nicht vergessen, checkt die anderen Folgen, checkt den Podcast, abonniert den Kanal, damit ihr zukünftig auch keine weitere Challenge verpasst.